Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, hier bin ich überhaupt da. Voll gut. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, hier auf eurem Lieblingsqualitätskanal Flip Floyd. Wir geben uns heute mal ein YouTuber-Quiz. Das heißt, sind wir überhaupt noch in der Lage, unsere hippen, coolen und neuen Kollegen zu erkennen? Oder sind wir schon dermaßen vom alten Eisen, dass man sagen kann, hier, komm, ab auf die Deponie, das war's, ihr seid raus aus dem Game, ihr wisst ja gar nicht mehr, wer in ist. Spoiler-Alarm, ja. Das weißt du doch gar nicht. Also ich gehe fest davon aus, dass ich keine Ahnung habe. Okay, schauen wir doch mal, wer laut Promi-Pool hier so richtig geil ist. Das zum Beispiel, weil das auf der Startseite ist, kann ich vorwegnehmen, ihr hattet keinen Plan. So, wer ist diese hübsche Blondine? Ich sehe zwar keine Blondine, und egal, aber ehemalige Bachelor-Kandidatin. Du siehst doch da wohl blonde Haare. Im Hintergrund. Stimmt, hinten, ja, lol. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, lol. Ich hab gedacht, das ist irgendwie ein Vorhang im Hintergrund. Digga, was, Alter? So, geht schon mal gut los. Oh, oder Mann. Da steht irgendeine sehr dünne Blondine hinter ihr. Rücken an Rücken. Ja. Das ist eine Blondine, die mit ihr Rücken am Rücken steht. Ja, Lewis, nice. Jessica Pascal. Gerda Lewis, Sarah Harrison. Also, ich kenne vom Namen tatsächlich jetzt nur Sarah Harrison. Schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wer das ist. Also ich kenne keinen Namen. Ich kenne das noch viel schlimmer, glaube ich. Ich kenne keinen der genannten Namen und wahrscheinlich werden alle drei Personen sein, die es gibt. Aber wir sind ja zu dritt unterwegs bei den 16 Fragen hier, oder? Ja, also, natürlich. Du weißt es? Das ist Sarah Harrison. Die ist gerade mit ihrem Freund umgezogen ins warme Dubai. Ach, guck an. Ja, dann nehmen wir doch Sarah Harrison hier, würde ich sagen, oder? Nice. Schau mal auf weiter. War das jetzt richtig? Wird am Ende aufgelöst. Die kenne ich. Hier seht ihr eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Doch wie ist ihr Name? Da das zweite. Das ist Bianca Klaassen. Die hieß früher Heineken. Heineke. Nee, Heineken? Wie das Bier. Wirklich? Nein, keine Ahnung. Um weiß auch nicht. Zu sein. Aber irgendwie so. Aber sie heißt Klaassen jetzt, wo sie Julan geheiratet hat. Genau. Wer schreibt denn Rebecca so? Sie wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, die heißt so. Aber es gibt Rebecca Wing. Ja, deswegen, ich gehe auch davon aus, dass die jetzt nicht ihren Namen da falsch geschrieben haben, Rebecca Wing. Also ich gehe davon aus. Bianca Klaassen? Ja. Alright. Let's go. Nächste das heißt, wir erfahren Frage. Wirklich erst am Ende, wer die Leute sind. Ja, wir erfahren erst am Ende, wer es ist. Was? Okay. Scheiße, die waren im Sommerhaus der Stars, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißen. Ja, aber jetzt guck doch mal an, wie die aussehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Namen passen zu denen. Ich finde ja, Lisha passt zu ihr. Ja, ich finde. Kim aber auch. Anna glaube ich nicht. Warum nicht? Wenn die so einen leicht osteuropäischen Touch hat, dann heißt die ganz schnell mal Anna. Ja, aber er ist kein Mark. Also es sind Lou und Lisha. Ich würde sagen, es sind Lou und Lisha. Auf keinen Fall ist der Typ ein Lou, Alter. Doch, der ist ein 100%iger Lou. Der ist kein Lou. Soll ich jetzt auch mal ein ganz großes Problem, was ich gerade festgestellt habe, was ich auch nie wieder machen werde? Ja. Die Quelle ist Instagram-Kanal Lisha und Lou. Lulz. Ich würde sagen, der Typ ist auf jeden Fall ein Lou. Was, wenn es Lisha und Lou gibt, das sind Freunde von denen und die haben das Bild gepostet. Aber es sind Lisha und Lou, the Originals. Ja, das könnte ja Original sein, aber wenn das Freunde von denen sind, die das Bild gepostet haben. Das ist ja fantastisch mit der Quellenangabe. Ich würde mal sagen, Lou und Lisha. Ja. Aber das ist ja nur gut. Tut mir leid. Zu unserer Verteidigung, ich habe ja gesagt, sie sieht aus wie eine Lisha. Oh Gott, das ist ja nur fantastisch. Okay. Ah, okay. Ich würde sagen, sie heißt nicht Getty Images. Ja. Deswegen können wir das nicht immer nutzen. Ist das Jeffree Star? Ja, 100 pro. Also Logan Paul ist es nicht. James Charles, keine Ahnung. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass es Jeffree Star ist. Jeffree Star, ja. Ja, aber es ist, also ich weiß nicht, wer James Charles ist, aber Logan Paul ist es nicht. Ja, und Jeffree Star, also so geile Häuser. Der ist so reich. Ja. Ich meine, die hatte doch gerade Kino. Hatte doch gerade erst so einen riesen Shitstorm an der Backe gehabt. Ja. Ich meine, das mal gesehen zu haben. Ich glaube, ich bin da bei euch. So, wen haben wir hier? Wer ist diese niederländische Beauty-YouTuberin, die sogar ihr eigenes Make-up rausbringt? Gigi Gorgeous? Gigi Gorgeous? Gigi Gorgeous? Genau, Gigi D'Agostino. Tati Westbrook? Oder Niggi Tutorials? Tati Westbrook habe ich schon mal gehört. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber was klingt nach einer Beauty-YouTuberin? Ich finde ja, Gigi Gorgeous klingt Gigi Gorgeous. Kann ich das Wort nicht aussprechen? Was ist los? Gigi Gorgeous ist ja ein krasser Zungenbrecher. Finde ich einen super Name, würde ich nehmen. Ich bin für A. Fühle ich so ein bisschen. Tati Westbrook ist mir zu englisch. Ja, und Westbrook ist, glaube ich, Niederlande. Auch, Westbrook ist doch eigentlich auch, ist, machen die nicht Klamotten? Ich hab Hochzeitskleider? Null, ich hab null Plan. Oder irre ich mich gerade? Sind nicht Vampirromane geschrieben?
Was? Nee. Das nice, Olli. Okay, nehmen wir, oder? Ja, komm. Okay, komm, das ist ja. Kenn ich. Das ist Gronkh. Ja, das ist definitiv Julian Bam. Rizzo. Aber das sind ein bisschen blau in die Haare, das ist doch dieser Rizzo. Das ist auf jeden Fall Julian Bam. Ja. Der macht auch nur noch auf seinem Zweitkanal Sachen, ne? Der hat ja mit seinem anstrengenden Zeug hat er ja aufgehört. Aber super gut. Ja, naja, definitiv. Ist ja auch ein super sympathischer, muss man dazu sagen. Ja. Er hat sich zum Beispiel in Rust nicht abgeknallt. Das stimmt, er hat mich in Rust nicht abgeknallt. Hat mir aber entgegengeführt. Ich habe gesagt, ich bin auf der Suche nach meinen Freunden und er flüsterte einfach nur, deine Freunde sind alle tot. Okay. Naja, gut. So, wen haben wir hier? Wer das ist weiß diese Fitness-YouTuberin? Pamela Reif. Nein, das ist Sophia Thiel, ihr Nappel. Ernsthaft? Das ist richtig. Ja. Das ich kenne nur eine Fitness-YouTuberin. Stimmt, Pamela Reif sieht ganz anders aus. Mit Sophia Thiel, ich war mal auf einer Party, wo Sophia Thiel auch war. Und dann war so, das ein bisschen, ich meine, ja, Dedication hin oder her, ich kenne es ja jetzt auch ein bisschen. Aber was ich da gesehen habe, war so auch ein sehr trauriges Bild. Während alle am Feiern waren, alle so Häppchen in sich reingeschaufelt haben, in erster Linie aber ordentlich einen weggebechert haben, ne? Weil da noch Vorglühstimmung war, bevor dann irgendwie DJ XY aufgelegt hat. Alle voll schon am Abgehen, setzte sie sich in so einen Kreis angetrunkener Mädels, die richtig in Feierlaune schon richtig die Woo-Girl-Attitüde raushängen lassen haben. Und dann kommt sie so dazu, macht sich so ganz schmal, holt ihre Tupperdose mit Reis und Gemüse raus und isst erstmal ihre Tupperdose Reis und Gemüse. Okay. Das ist länger her, da war sie noch ultra im Sportgame. Krass. Ich habe das so gesehen und dachte mir so, oh, sad. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, beachtlich. War, ist sie nicht irgendwie ganz lange untergetaucht gewesen? Naja, die hat irgendwie versucht, die Kurve zu kriegen und war dann so ein bisschen fülliger. Ja. Und hat dafür aber wohl auf Social Media tierisch auf den Sack gekriegt. Ich weiß auch nicht mehr, was da los war, Mann. Was für eine traurige Welt. Ja, traurige Mann, Geschichte. Auf jeden Fall. Traurige Welt. Weiter geht's, aber wir sagen Sophia Thiel. Auch dieser kleine Mann ist YouTuber und zählt sogar zu den erfolgreichsten weltweit. Wie heißt dein Channel? Ryan's World. Ja, glaube ich auch. Stimmt. Der testet Spielzeug, ja, oder? Ja. Meine. Ja. Aber ist es nicht inzwischen verboten? Nee. Also nicht verboten, aber dieses Kinder-YouTube ist ja ein eigenes Programm wirklich mit eigenen Richtlinien und ganz eigenen Kontrollmechanismen und so, okay. Weil da zu viel Schabernack mitgetrieben wurde. Ryan's World, Party Time, excellent. Genau, das ist sein Titelsong. Wirklich? Nein. Das ist Wayne's World. Ach, Wayne's World. Achso, lol, das habe ich nicht gesehen. Wer ist diese YouTuberin Shirin, aus Deutschland, oder? Die auch in der DSDS-Jury saß? Ja, das ist Shirin David, ja. Das stimmt. Ich weiß, Loredana macht irgendwie so, oder möchte zumindest Hip-Hop machen. Katja Krasavice mittlerweile sieht auch nicht so aus. Fett im Music-Biz. Ja, aber Katja ist zum Beispiel die einzige, die ich optisch kenne. Ist Shirin nicht? Nee. Doch. Ich hätte alle drei erkannt. Echt? Ja, doch. Ich glaube, Shirin David möchte so ein bisschen die deutsche Nicki Minaj sein. Hm. Habe ich immer so das Gefühl. Also Loredana ist noch ein bisschen deeper in dem Hip-Hop-Binnesis drin. Binnis ist es Mehrzahl. Ja. In allen ist sie drin. Achso, in allen Binnis ist. Ja. Bei Loredana denke ich immer, oh, lol, kenn ich, Le Floyd. Aber warte mal, Loredana, irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt weiß ich aber. Achso, doch, bei Loredana denke ich immer, wirklich, ich habe Ewigkeiten gedacht, Loredana wäre eine von den Wollnis. Das war in unserem React, dazu hast du das noch gefragt. Kann sein, die den Absprung geschafft hat zum YouTube-Fame. Aber dann musste ich mir von Olli erklären lassen, nee, das ist keine von den Wollnis. Nee, beziehungsweise ich habe es gegoogelt, weil ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war. Ich würde den Haken wegnehmen und den bei Simone de Sue setzen. Tschüss. So, kenne ich auch, achso, wo die herkommen? Ach du Jemini. Mir ist gerade wie Mainz. Sind das die? Mir ist auch wie Mainz. Das sind die Lochis, Alter. Also hör mal. Die Lochis sind aber alt. Also schon lange dabei. Lange im Game. Also die Lochis würde ich jetzt eher in Darmstadt vermuten. Den Witz wollte ich eben bringen, aber ich habe den dann noch zurückgehalten. Okay. Sei froh, dass die volljährig sind, Digga. Ja, aber Mainz. Ich hätte Mainz gedacht. Ja, Mainz. Die dafür. Mainzer Jungs. Ihr sagt, das sind Mainzer? Ich bilde mir ein, wenn ich in irgendwelchen Medienberichten von denen gehört habe, waren es die Mainzer Jungs vielleicht, aber es waren auf keinen Fall die Darmstädter Jungs. Ja, nicht. Frankfurter? Nee, für Frankfurt. Frankfurt ist zu groß. Frankfurt ist auch ein zu hartes Pflaster. Wollte ich gerade sagen, Frankfurt ist zu Ghetto. Ja, also guck mal, da kommst du raus als so geschmiedeter Assi. Dann bist du Etienne Gardet. Ich hab die auch schon mal in einem Interview quatschen hören. Und die hat nicht diesen typischen Frankfurter Akzent, den man jetzt von Haftbefehl zum Beispiel kennt. Ja, aber den hat Eddie auch nicht.
Okay, mal weiter. Bei den Haftbefehl-Akzent. Meins. Alle so. Da fällt mir immer der Witz ein mit den zwei Prostituierten. Wann gab es dieses YouTube-Paar das Ja-Wort? Digga, was, also die Range der Fragen. Ja, aber bestimmt am... Oh, die genauen, Alter. Bestimmt aber am 8.7., die feiern doch nicht im Winter. Nee, tun sie nicht. Auf deswegen, keinsten. Aber 12.8. kann halt auch noch sein. Ach so, shit. 8.7. oder 12.8.? Ich sag 12.8. Warte, was war das für ein Tag? Ja, ob es ein Samstag war, ne? Das warte ist ein guter kurz. Call. Ich guck kurz, was das für ein Tag war. Jetzt das wollen wir, also wir wollen ja da auch, ne, wir wollen es ja wissen. Wie macht man das? Monat. Was war das? 2000 wann? 18. Ach du Jemini. Du kannst auch auf Jahr stellen. Jetzt, nee, ist gut, brauche ich nicht. Was? Juli? 8. 8.7. wäre ein Sonntag. Und 12.8. ist wahrscheinlich auch ein Sonntag. Ja, wahrscheinlich sind das alles Sonntage. Oh, shit. Smart hier, hat man mitgedacht. Shit. Ich sag 12.8. Ja, dann nimm halt 12.8. Ich fühle den auch irgendwie. Ja, dann nehmt den okay. mal. Ich weiß es nicht. So, wann traten diese beiden YouTube-Stars vor den Traualtar? Wer sind sie? Wer sind das? Die Harrisons wieder. Ach so, das ist die am Anfang. Genau. Ah, na, dann musst du das ja wissen, Flo. Ich weiß es echt nicht, aber ich würde sagen, das ist nicht so lange her. Ich hätte jetzt 2019 gesagt. Soll ich euch... Was denn? Soll ich euch... Was denn? Nee, das Bild das ist hängt da. Das kann ich damit zusammenhängen, oder? Aber ich weiß nicht, vielleicht. Ich hätte aber 19 gesagt. Aber es ist McDonald's. Sie werden nicht im McDonald's geheiratet haben. Meine Frau folgt ja so Leuten. So und ich bilde mir ein, das ist nicht so lange her. Aber wissen tue ich es nicht. Komm, wir nehmen 2019. Ich rate. Ja. Ich rate. Ja, drei Fragen noch, Jungs. Hier. Wie viele Kinder hat dieses YouTube-Pärchen? Wer ist das? Julian und Bibi. Zwei. Ja, jetzt zwei, ne? Ja, richtig. Aber das ist von 2020, das Quiz. Das heißt, das müsste war schon sein. Zwei da. Ne? Ja, das waren schon zwei. Das erklärt auch seine Augenringe. Ja. Wer könnten die Lochis YouTuber sein? Hast du you forgot how to read, oder? Ja, ich habe tatsächlich dabei währenddessen überlegt. Das sind doch die Jungs aus Mainz, oder? Ja. Oder aus Frankfurt. Die Lochis. Okay, ja komm, das ist ja. easy. Dagi. Das ist Shirin David, Mann, das sieht man doch. Dagi. Geil finde ich auch, dass alle mit Klarnamen dastehen. Ja. Nur sie nicht. Wie heißt sie eigentlich? Die heißt Dagmar so. Irgendwas. Nee, die heißt Dagmar so. B. Die heißt so. Okay. Letzte Frage. Nee. 13 von 16 Punkten. Okay, okay, das Bild ist auch echt nicht vorteilhaft. Was war falsch? Ich will jetzt wissen, was falsch war. Wie? Lösung. Es gibt keine Auflösung? Kriegen wir auf Lösung. Aha, das hatten wir richtig. Sarah Harrison hatten wir richtig. Ja. 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 Guck mal, was wir falsch hatten. Das geht doch schneller. Oh. Gigi George's Sneaky Tutorials. Wie lame. Das ist echt lame. Wir dachten tatsächlich, dass nur deutsche Influencer sich so nennen. Ja. Gigi Gorgeous. Aber du siehst, die Niederlande, schwersten Namen. Niederlande dicht genug dran. Oh, lass mich raten, die beiden Hochzeitstermine waren noch falsch. Ja, Mann, Hochzeit ist falsch. Ja, das wäre okay. Die haben 2017 schon, okay, das war mir gar nicht klar. Ja, okay. Aber dann was? Ah, komm, 13 da, von 16. Die sind schon gut. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und da waren zum Glück, aber da waren vor allen Dingen, also da war ja so gut wie nichts Neues dabei. Nee. Also ein Quiz von 2020 habe ich jetzt echt erwartet, dass da... Ja, es war schon, aber es waren Fragen über die Creme de la Creme von YouTube. Deswegen kam auch dreimal Bibi vor. Bei der Recherche uns ist nämlich aufgefallen, dass solche YouTuber-Quizzes echt rar geworden sind. Es gibt nur ganz, ganz alte. Und es zeigt auch, es sind auf dieser Plattform, Entschuldigung, Olli, ganz kurz, es sind nur Frauen relevant und die Lochis. Ja. Die aus Mainz. Ah, Ju war auch einmal dabei. Oh, stimmt. Völlig vergessen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass ihr mehr solcher Quizzes bastelt. Es gibt ja Plattformen, schickt die uns gerne. Ja. Dann versuchen wir, die zu lösen. Genau. Auch gerne in dem Bereich so. Also nicht so ganz modernes. Doch, total. So richtig verkacken. Ja. Aber dann auch mit Bildern und so. Also da möchte ich jetzt... Dann aber auch so Fragen wie, was das vierte Wort im Clip vom 13. August 2018 von Montana sowas, Black... Sowas nicht. Was? Hey, das ist einfach. Das ist die Antwort darauf ist immer Diggi. Bye.